Aber bevor wir jetzt losgehen auf die Jagd, sollten wir uns hier auch nochmal umgucken nach neuen Waffen. Also Mordrak hatte ja keine. Aber wir haben noch die Wassermagier. Zumindest den einen, der unten bei dem Erzhaufen der Sachen verkauft hat. Dann haben wir noch Wolf, der uns damals als Bandit die Rüstung verkauft hat. Der hat auch allgemein Sachen. Und da ganz hinten bei den Banditen war noch Sharky. Der hatte auch ein paar Waffen. Also klappern wir die mal alle ab. Erstmal. Na, wo bist du? Da. Bleib stehen. Wir wollen nicht ausrauben, Handel treiben. Er läuft wirklich weg. Bleib stehen. Hallo. So. Ich benötige Tauschsachen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Jede Menge Bücher. Ein Stärkering 10. Der ist schon ein bisschen besser als den wir hatten. Aber wir haben ja eher auf Schutz gesetzt. Denn Stärke können wir auch durch unsere Punkte erhöhen. Dann nochmal ein Amulett mit Stärke. Was für ein Amulett benutzen wir eigentlich gerade? Gleich mal nachgucken. 20 Lebensenergie, das wäre auch gut. Mana brauchen wir nicht. Oh, 30 Lebenspunkte. Und Zauberspruchrollen, aber kein Erz zum Tauschen. Nee. Na gut, dann gucken wir mal kurz, was wir für Kann Schmuck ich da haben. mal vorbei? Ja, natürlich. Und gehst in die andere Richtung. Arschlach. So, aber wir wollten nach dem Schmuck gucken. Der Schmuck. Wir haben gerade an. Schutz vor Feuer 10. Ja, das können wir mal ablegen, das brauchen wir nicht. Wir haben einen Lebensenergie 10 Ring. Den können wir auch ablegen, dann kaufen wir uns gleich den besseren. Und wir haben Schutz vor Waffen 10, den behalten wir auf jeden Fall. Davon könnten wir noch einen zweiten gebrauchen. Also entweder Schutz vor Waffen 10 noch ein oder Lebenspunkte-Ring. Und Amulett irgendwas. Weil, wenn wir mal auf Feuergegner treffen, dann können wir das Amulett ansetzen, aber sonst brauchen wir das ja nicht. So, und die anderen Ringe können verkauft werden. Gut, da bist du ja schon wieder. Hallo. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Na, eigentlich wollen wir keine Schriften, sondern wir wollen Lebensenergie 20. Den wollten wir, richtig? Ja. Den wollen wir haben. Und das Amulett mit 30 oder eins mit Schutz vor, also normalen Schutz, aber da hat er ja gar keins. Okay, dann soll es das sein. 1080. Na gut, dafür kriegst du einen einfachen Kraftring, einen Gewandtheitsring, einen billigen Lebenskraftring, den Flammenamulett behalten wir erstmal. Und Schutz vor Pfeilen kann auch weg. Freundlich stimmen, Feuerball, Heilung, Telekinese und orkischer Teleportationszauber. Hier brauchen wir alle. Die Söldnerrüstung könnten wir verkaufen. Also die leichte. Ja, da haben wir schon fast alles zusammen. Den Rest füllen wir einfach mit ein bisschen Erz auf. Oder, nö. Mit Fleisch nicht. Käse auch nicht. Genau. Reis und, nee, Wein behalten wir. Starkbier kann er ein paar haben. Da sind wir schon drüber. Also nehmen wir 1, 2, 3. So. Kriegt er zwei Erzbrocken Gewinn. Schön, ne? Und wir haben ein paar neue Sachen zum Anziehen. Das hat sich schon mal gelohnt. Also das ziehen wir an und das. Ja, oh, wir haben jetzt 260 Lebenspunkte. Ohne den Schmuck hätten wir nur 210. Also halten wir schon ein bisschen mehr aus. Und das können wir auf jeden Fall gebrauchen bei den Orks und auch jetzt auf der Jagd. So, dann haben wir jetzt noch Sharky und Wolf, wo wir vorbeischauen wollen. Sharky war hier oben gleich, Nähe von Laris. Und Wolf war ein bisschen weiter hinten. Nanu? Willst du da nicht hoch? Na komm. So, da oben sitzt er ja schon. Heute bleiben wir aber auch echt überall hängen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Oh, er hat schon mal jede Menge Erz, das ist gut. Aber wir brauchen eigentlich eher Waffen. Na, lauter Billigwaffen.
Langsam werden die gut. Unser hat 34 Schaden, also wird der hier schon besser. Noch besser, noch besser. Wow. Wow, den nehmen wir. Den nehmen wir auf jeden Fall. Schon wieder 1000 Erz. Aber gut. Das Kriegsschwert kann weg. Die Spitzhacke nicht, der Bogen auch nicht. Dafür haben wir noch was an Kräutern, die wir nicht benutzen. Also ja, eigentlich benutzen wir nie irgendwas von den Kräutern. Aber wir können die billigen Kräuter, die nur zur Heilung da sind, können wir verkaufen. Fleisch behalten wir erstmal wir zwischendurch zum Knabbern. Mana-Tränke. Mana-Kräuter. Da können auch 10 von weg. Bier können auch weg. Zumindest ein bisschen was. Mana-Tränke. Können wir die ganz guten mal verkaufen. Denn so wenig Mana wie wir haben, werden wir auch von so einem kleinen Trank voll. Hier haben wir schon alles verkauft, ne? Also fast alles. Mole Red Fett. Gut. Kann weg. Fackeln behalten wir, nur für den Fall, dass wir in dunkle Höhle stolpern. Die Eier brauchte eigentlich Korkalom. Müssen wir den Rest jetzt etwa selber bezahlen? Das wäre ja ärgerlich. Na gut, dann sortieren wir hier weiter aus. Heilkräuter. Heilkräuter. Okay, Käse kann ein bisschen weg. Aber ein Stück Käse behalten wir mal nur für den Fall, dass wir irgendwann auf eine Riesenmaus treffen oder so. Wurzelsuppe kann auch weg. Reis, Schnaps kann auch fast alles weg. Rabenkraut kann auch fast alles weg. Die Höhlenpilze, ja, die können alle weg. Die wollte ja nur Snuff haben bisher. Und Steinwurzel kann auch ein paar weg. Also wäre schon fast auf die 1080. Heilkräuter, aber das sind einfache Heilkräuter, die können auch weg. Und so, sind wir dran. Schön, schön. Also wir mussten keinen einzigen Erzbrocken von uns selbst aufgeben. Oh, so viel besser ist er doch gar nicht. Unser Schwert hat 45, das hat 52. Und es hat nicht so eine große Reichweite. Aber gut, Schaden ist wichtig, nehmen wir das mal. Zum Verkaufen haben wir jetzt echt nichts mehr, ne? Ah, wir haben ja auch 4500 Erzbrocken, das reicht auf jeden Fall. Schön, schön. Dann müssen wir auch gar nicht zum Wolf gucken. Obwohl, wo wir schon mal hier sind, wer hätte ja noch bessere Waffen, was echt ärgerlich wäre. Aber eigentlich wohl Wolf ja eher für so Kleinkram zuständig und für die Rüstung. Und Rüstung wird uns höchstens Räuberrüstung verkaufen und die brauchen wir ja nicht mehr. Weil es schon eine ganze Weile her ist, dass wir Bandit waren. So. Tauschen? Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Oh, jede Menge Jagdtrophäen, wovon ein Großteil wir ihm verkauft haben. Er hat ein bisschen Erz zum Tauschen, das ist gut. Jede Menge Pfeile und Bögen. Aber an Waffen nur das, was wir ihm auch verkauft haben. Na gut. Merken wir uns auf jeden Fall für später. Wolf hat noch 860 Erzbrocken. Sharky hat noch 2000 Erzbrocken. Also wenn wir was zum Verkaufen haben, sollten wir die beiden nochmal abklappern. Wofür auch immer wir das ganze Erz wirklich brauchen. Denn die teuerste Rüstung, also die schwere Söldnerrüstung, hat auch nur 1600 oder so gekostet. So um den Dreh. Also ja, wir haben sehr guten Puffer, was das Erz angeht. Aber Erz ist nicht alles, gute Ausrüstung ist wesentlich wichtiger. Und da kommen wir immer nur Stück für Stück ran. So, jetzt wollen wir jagen gehen, um ein bisschen unsere Kampferfahrung hochzubringen, damit wir mit den Orks besser umgehen können. Und das dürfte jetzt mit der neuen Rüstung, dem Götterhammer hier, ja, fleißig von der Hand gehen. Das heißt, wir können uns an die Snapper mal rantrauen. Die waren in der Nähe vom Wald und im Gebirge war, glaube ich, auch. Die können wir probieren. Wir können die großen Hunde ausprobieren. Und eventuell die Untoten. Weil so ein Hammer müsste Knochengerüsten ja gut zusetzen.
Aber das müssen wir dann schauen. So, das Gebirge war, wenn man hier aus dem Söldnerlager rauskam, rechts rum. Schauen wir auch gleich mal. Genau, hier ist ein kleiner Schleichweg hoch. Da gucken wir doch mal. Ja, hier waren wir noch nicht. Hier liegen nämlich Sachen rum. Hier kam eigentlich gleich diese Snapper, oder? Ja. 3, 4 Stück. Das sind ein paar viele. Gucken wir mal, ob wir einen davon rausgelotst bekommen. Nein, nicht alle. 2. Na gut. Wenn wir mit 4 Orks gleichzeitig fertig werden wollen, dann sollten wir auch mit 2 von denen gleichzeitig fertig werden. Ja, so viel dazu. Die hätten wir wohl schon wesentlich früher angehen können. Aber gut zu wissen. Und wirklich viel Schaden machen die uns auch nicht. Oh, was ist denn da hinten? Ach, das ist eins der Biester, die auch bei den Orks waren, oder? Das schauen wir uns doch mal an. Nee, die Dinger bei den Orks sahen anders aus. Bisschen groß ist es ja. Aber trauen wir uns einfach mal. Rauf da. Ja, dieser Götterhammer hat seinen Namen verdient. Oh, und hier liegt ein Ring auf dem Boden. Was ist denn das für einer? Ein Ring der Lebenskraft, aber nur 10. Gut, nicht so toll wie unsere, aber den können wir halt verkaufen. Und übrigens wieder eine Höhle, ein Heiltrank. So, die Kräuter lassen wir mal liegen. Die Snapper haben wir schon alle ausgeplündert. Dann gucken wir mal hier den Bergpfad weiter. Aber es ist echt cool, dass wir die Snapper so leicht erledigen können. Das heißt, was wir noch ausprobieren müssen, ist das haarige Ding mit dem Horn vorne drauf. Und die Hunde. Weil gegen die Hunde haben wir nur ganz kurz gekämpft, dann sind wir weggelaufen. Da konnten wir nicht wirklich gucken, wie stark die sind. Bei den Skeletten konnten wir gegen eins von denen ja ein bisschen länger kämpfen. Und erst danach mussten wir fliehen. Also die müssten machbar sein. Nanu, ganz schön enge Schlucht hier. Ah, und noch so ein großes Ding. Die sind ja kein Problem. Genau, du mit dem riesigen Maul. So, Heilkraut kommt mit und wir essen genüsslich unser Fleisch. Niam, 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 niam. Oh, nur noch 18 Haxen. Und nur noch 21, die wir braten könnten. Na, dann müssen wir bald wirklich auf die Heilkräuter und die Heiltränke umsteigen. Also ja, das könnten wir mit unserem Erz auch noch anstellen. Einfach ein paar Heiltränke aufkaufen. Was sieht hier komisch aus? Also diese Steinblöcke. Oh, scheint so eine Art Altar zu sein. Mit einem Skelett drauf. Also es ist keine Grabstätte, dann würde das Skelett nicht so komisch drüber drapiert sein. Sieht eher aus wie ein Ritual. Und da geht's irgendwo runter. Sehr ominös das Ganze. Aber schauen wir uns erstmal kurz hier in der Umgebung um. Nicht, dass wir jetzt da runtergehen und... Dass da Schädel auf dem Boden? Ja, also auf jeden Fall erstmal die Umgebung sichern. Nicht, dass wir da runtergehen und uns dann jemand den Ausgang versperrt. Ist das da noch eine Höhle? Ja, schauen wir mal rein. Oh, sogar ein Gemäuer in der Höhle.
Noch mehr Tote. Eine einsame Truhe, die nicht verschlossen ist. Gut, aber nichts Besonderes drin. Nur Erz, ein paar Dietriche und Krimskrams. So, Heilkraut kommt auch mit. Und wir schauen uns weiter um. Oh, da ist so ein riesiges Ding mit dem Horn. Na gut. Komm her. Versuch einfach möglichst schnell das Ding niederzuhauen, dass es uns nicht treffen kann. Na, komm. Stirb, 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 stirb. Hufala. Also ja, machbar, aber es tut schon arg weh. Ah, ein schön großes Fell, das könnten wir bestimmt verkaufen. Ein paar Zähne und Fleisch. Ja, Fleisch ist ein gutes Stichwort. Da essen wir jetzt mal unsere letzten 14 Haxen auf, um uns von dem Kampf ein bisschen zu erholen. Aber schön, Snapper schaffen wir, diese großen Viecher schaffen wir. So weit, so gut. Und es ist auf jeden Fall gutes Kampftraining. Also wenn wir mit so einem riesen Biest fertig werden, dann werden auch zwei Orks kein Problem sein. Aber wir müssen ja nicht gegen zwei Orks bestehen, sondern gegen vier oder fünf. Und da auch nicht diese einfachen Speer, die am Anfang waren, sondern richtige Krieger. Das wird schon schwierig werden. So, das sind jetzt diese Biester, die bei den Orks waren. Das sind fünf Stück. Kriegen wir euch auseinander? Zwei. Na gut, drei. Ne, schaut aus, als wenn doch nur zwei kommen. Aber die gingen so langsam. Wie wollt ihr so Beute machen, wenn ihr auf den Gegner zukriegt? So, jetzt müsste es aber langsam reichen. Also stellen wir mal drauf los. Na gut. Ein Schlag. Dieser Hammer ist echt der Hammer. Komm gar nicht mal dazu zurück zu beißen. Also ja, der Hammer und die Rüstung scheinen echt was gebracht zu haben. Und der Ring und das Amulett. So, und da hinten war ein Ork. Sind wir etwa schon im Ork-Gebiet? Also man konnte ja vom alten Lager aus so einen Weg hochgehen, wo die Wachen vor waren, das ins Ork-Gebiet führt. Da könnten wir schon angekommen sein. Bist du ein Speer oder ein Krieger? Ja, du. Ja, das war kein sehr schwerer Kampf. Aber das war auch keiner von den Kriegern. Die sehen ja noch ein bisschen... Oh, oh. Die sehen ja noch ein bisschen furchteinflößend aus, so wie die da hinten. Vier Stück. Ja, das sind ungefähr so viele wie im Tempel in dem einen Raum. Das heißt, mit denen sollten wir uns noch nicht anlegen. Aber wir können uns hier weiter umgucken. Und wenn wir uns noch sicherer sind über unsere Kampffertigkeiten, dann können wir die vier da mal probieren, sozusagen als Test, um dann wieder zurück in den Tempel zu gehen. So, dich nehmen wir auch noch mit. Und damit dürften wir die Umgebung hier schon fast gesichert haben. Ja, hier steht nichts mehr rum. Dann können wir uns gleich mal die Gruft angucken. Was sind das denn da für lilane Beeren? Na gut. Also schauen wir mal in die Gruft.